Gesundheit zusammen. Moment, ich habe noch ein bisschen was hier zu tun. Ich muss nämlich schauen, wo dieser Bundestagsomnibus gerade ist. Die Bundestagslinie ist nämlich hier noch unterwegs mit so ein paar Omnibusgesetzen. Moment, ach, die sind noch unterwegs, die sind noch auf der Strecke. Gesetze, Omnibus? Ich glaube, ich muss Ihnen da was erklären. Also, wenn die Regierung kurz vor Schluss der Legislaturperiode noch ganz schnell ein paar Dinge raushauen will, aber sie hat nicht mehr so richtig Zeit für so ein umfangreiches Gesetzgebungsverfahren, dann nimmt sie dafür ein Omnibusgesetz. Das ist also so, da sind viele kleine Neuregelungen, die steigen einfach in ein schon vorhandenes Gesetz ein und fahren mit diesem Omnibus dann von Haltestelle zu Haltestelle, Gesundheitsausschuss, Bundestag, Bundesrat und dann Endhaltestelle, Bundesgesetzblatt. Alles aussteigen. Aber was macht man denn, wenn man so ein Gesetz verstecken will? Wo macht man das? Das macht man da, wo keiner so richtig hinguckt. Vielleicht im Gesetz zur Neuregelung von Blut- und Gewebezubereitung. Also ich denke da an Professor Börne, den Pathologen aus dem Tatort an seinem Seziertisch. Also da guckt doch garantiert keiner rein. Ich muss mal zwischendurch gucken, ob die jetzt da sind. Nein, sind immer noch nicht da. Also das, naja, okay. Also in diesem Blut- und Gewebegesetz, Sie glauben es nicht, da sind ein paar Sachen drin. Also da haben die zum Beispiel ein paar Millionen versteckt für die Krankenhäuser. Okay, da freut sich ja der Krankenhauspatient noch drüber. Aber die haben auch die Zytostatika-Verträge der Krankenkassen zerschossen. Einfach so weggenommen, nur weil sich ein paar Apotheker, die sich bisher eine goldene Nase daran verdient haben, aufgeregt haben, dass ihnen dieses Zubrot genommen wird. Schade um die Qualität der Verträge, aber so sind Omnibusgesetze. Und damit das keiner so richtig merkt, wird im Gesundheitsausschuss nochmal so richtig mit Änderungsanträgen gespickt. Am Ende wissen selbst die Ausschussmitglieder nicht mehr, was sie da eigentlich durchwinken. Zumindest einer wird sich drüber freuen. Ah, Bundesgesundheitsminister Gröhe. Denn der hat die Gesetze ja so formuliert, dass vor der Bundestagswahl der Erfolg verkauft werden kann und nach der Bundestagswahl, also 2018, 2019, 2020, 2021 und so weiter, die Kosten erst so richtig durchschlagen. Nach der Wahl. Ganz schön clever, der Hermann Gröhe, oder? Gute Besserung.